Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo Schönheiten, es ist klasse, dass ihr reinguckt und zuhört. Denn ich habe so das Gefühl, ich mache gerade eine Premiere nach der anderen. Vor kurzem habe ich einen Podcast aufgenommen, aber als Video und dann veröffentlicht. Ganz witzige Geschichte. Und jetzt mache ich das über ein kleines Live-Setting hier in der Gruppe. Wer das noch nicht weiß oder wen es interessiert, ich habe einen kleinen Podcast, der nennt sich Natürlich bist du schön. Der Podcast von Alex Broll, ja, das bin ich. Und den findet man auf iTunes, aber natürlich auch auf dem Android-Phone oder sonstige Dinge. Und da rede ich über ganz viele Dinge rund um das Thema eigene Schönheit finden, Bewegung ins Leben bringen, aber auch eine gesunde Ernährung nutzen, um sich gut zu fühlen. Das gesunde Körperfeeling einfach über diese vielen verschiedenen Bausteine zu unterstützen. Ja, das bin ich und heute ist das praktisch die Premiere, denn es gibt diesen Podcast dann später auch als Audiospur und ihr habt den großen Vorteil und das Schöne, wir können miteinander interagieren, wenn ihr wollt und gleichzeitig eben über eine bestimmte Sache reden. Denn normalerweise kommt der Podcast immer dienstags raus. Ja, und dienstags war ich noch nicht so weit, eine neue Folge zu veröffentlichen, weil ich gar nicht wusste, Himmel, was ist denn das Thema? Ja, und jetzt im Verlauf der Woche bis heute Morgen habe ich mich also mit mir rumgequält, was wird das Thema sein in meinem Podcast für die Woche? Und dann fiel es mir tatsächlich wie Schuppen aus den Haaren. Tja, so ist das. Ich habe nämlich gedacht, warum rede ich nicht auch einfach über das Thema Hindernisse? Klassisch, ich habe ja den Muddy Angel Run überstanden mit meinen Töchtern, das habt ihr gesehen. Und dazu auch ein bisschen was geschrieben. Und das Thema Hindernisse, das hat nicht nur etwas mit diesem kleinen Lauf zu tun, sondern ich verstehe unser Leben tatsächlich auch als kleinen Hindernislauf oder mal auch als größeren. Und außerdem dachte ich, es ist eine schöne Geschichte, um hier den Bogen zu spannen zu unserem Friendful Friday. Ja, heute ist Freitag und damit Zeit für jede einzelne von euch, sich zu überlegen, welches wunderbare Kompliment sie sich für diese Woche schenken möchte. Und ihr Lieben, es ist so, je mehr, je liebevoller wir mit uns umgehen, desto einfacher fällt es uns auch im Spiegel, uns gerne zu betrachten. Mein eigenes Kompliment für diese Woche wird sein, Alex, ja, du hast das auf deine Art und Weise gemeistert und du hast dir auch die Zeit genommen zu beobachten, was zum Beispiel der Hindernislauf mit dir gemacht hat, aber zum Beispiel auch eben nicht auf den Punkt zu kommen für den Podcast. Und außerdem, noch ein Kompliment, wie wunderbar, habe ich es geschafft, meine Love Notes wirklich endlich in die Welt so zu bringen, dass man sie kaufen kann. Darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz. Ihr wisst, ich habe von den Love Notes schon ein bisschen berichtet. Das sind diese Karten, die ihr auch hinter mir seht, weil sie so kraftvoll sind, stehen sie da auch hinter mir. Begleiten mich und inzwischen auch schon einige wundervolle Frauen und gleichzeitig natürlich auch schon seit jetzt 96 Tagen die tollen Frauen, die sich darauf eingelassen haben, auf dieses Experiment. So viel dazu. So, jetzt schlagen wir aber den Bogen zu den Hindernissen im Leben. Ja, wie ist das denn mit den Hindernissen, die uns da so begegnen? Mal größer, mal kleiner. Es ist, ja, wirklich eine anstrengende Geschichte, manchmal diese Hindernisse zu überwinden. Und ich habe mir überlegt, welche Strategie oder wie können wir versuchen,
ein Hindernis zu überwinden, ohne dass wir uns dabei völlig verausgaben und dann dementsprechend erschöpft wieder hinten ankommen, also auf der anderen Seite dieses Hindernisses. Ich habe natürlich ein paar kleine Notizen mir gemacht und ich gucke mal, mit was ich anfangen wollte. Ja, und zwar erinnert ihr euch, am Samstag letzte Woche ging es also für meine Töchter und mich zum Muddy Angel Run nach Hamburg. Das ist ein Schlammlauf. Da geht es tatsächlich um Spaß. Und wir sollten 15 verschiedene Hindernisse überwinden. Mal schwerer und mal nicht so schwer. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns natürlich vorneweg ein bisschen informiert hatten. Wir wussten ungefähr, was kommt, an welcher Stelle welches Hindernis kommt. Das wurde vorneweg beschrieben. Und dennoch ist es so, dass das erste Hindernis, das waren Reifen, die waren aufeinander getürmt, es waren einfach nur Autoreifen, aufeinander getürmt, erstmal nur nebeneinander, sodass man so praktisch ein bisschen drinnen laufen konnte. Und dann waren sie wirklich kreuz und quer übereinander getürmt, mal ein bisschen mehr aufgepustet, mal ein bisschen weniger stabil, sodass man auch nicht genau wusste, wenn ich auf einen dieser Reifen steige, wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir? Ja, und wir haben dieses Hindernis auf ganz unterschiedliche Art gemeistert. Meine Töchter sind einfach mitten durch hier drüber gekrabbelt und keine Ahnung, es war auf jeden Fall sehr interessant. Viele der anderen Frauen, einschließlich mir, haben sich eher am Rand gehalten. Da war nämlich ein Geländer und dieses Geländer hat uns tatsächlich auch gestützt. Also wenn ich mal irgendwie ein wenig den Boden verloren habe, dann habe ich mich dementsprechend einfach mal kurz festgehalten. Das ist ja auch nicht schummeln, sondern das ist einfach nur dafür sorgen, dass ich nicht hier irgendwo flöten gehe. Und witzigerweise, als ich mich dann ein bisschen mehr in die Mitte bewegt hatte, dann habe ich natürlich gleich den Halt verloren und die Kinder haben sich totgelacht. Die Baba ist umgefallen im Reifenberg. Und dann habe ich mich hier wieder aufgeschüttelt, einmal kurz geguckt, ist alles dran, ist alles gut, alles war gut. Natürlich, klar, passiert ja in diesem Moment auch nichts wirklich. Ich bin ja nur ein bisschen umgekippt und dann war es gut. Ja, und dann bin ich weiter. Das heißt, das bedeutet nicht, wenn ich vor einem Hindernis stehe, wenn ich mir dieses von vorne betrachte, dass das unüberwindbar ist. Es gibt immer eine Möglichkeit, drüber zu gehen. Und ich habe es jetzt also vorneweg auch schon mit reinfließen lassen. Jeder hat eine andere Strategie. Viele Frauen sind an der Seite gegangen und andere, wie meine Töchter, sind einfach mitten durch und weiter. Aber es war natürlich nicht das einzige Hindernis, das wir überwunden haben, sondern wir sind dann über so Absperrungszäune. Dann ging es weiter. Dann durften wir eben auf einer bestimmten Stelle einen, der im Team mit dabei war. Witzigerweise war das natürlich dann meine jüngste Tochter, die ist natürlich auch am leichtesten. Wir mussten sie nämlich tragen mit einem Autoreifen. Dann hatte jeder ein kleines Seil in der Hand. Diese Autoreifen waren damit verbunden und dann konnten wir über diese Strecke meine Tochter tragen. Ja, dann gab es aber zum Beispiel auch ein Hindernis. Das war ein Balken, der sich auf der Mitte natürlich einmal gekippt hat und dann bin ich darüber balanciert. Die Strategie hätte jetzt sein können für einige, hey, ich steige da drauf, schwuppidi-bubbidi, warte auf der Mitte, bis sich der Balken nach vorne kippt und dann gehe ich weiter. Unsere Strategie in unserem Team, in unserem Mädels-Team, war folgende: Wir haben uns gegenseitig ein bisschen festgehalten. Das heißt, ich habe immer diese Halteposition eingenommen und habe meine Töchter jedes Mal bis zur Mitte geführt und danach natürlich auch wieder runter, damit denen natürlich nichts passiert. Da kommt mein Mamaherz raus, aber auch meine Töchter, beziehungsweise meine große Tochter, die inzwischen sogar größer ist als ich, hat mir diese Unterstützung gegeben. Das heißt, ich war nicht alleine. Ich hatte Unterstützung und konnte darauf vertrauen, dass ich nicht runterfalle von diesem wackeligen Balken, der dann auch noch seine Position ändert ab der Mitte, weil es wieder runtergeht. Also, Strategien gibt es ganz, ganz viele, um
Dinge zu überwinden. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, sich das immer wieder klar zu machen, dass ich nicht eine Strategie, die ich gesehen habe oder von der ich denke, dass sie richtig ist, dass ich die dementsprechend auch nutzen muss. Also ich glaube, ich hätte auch anders drüber gehen können, aber für mich erschien die Variante, mich ein bisschen unterstützen zu lassen, damit ich nicht ins Wackeln gerate und von diesem Balken falle, als die für mich geeignetste. Später im Verlauf, und das war eine dieser Momente, wo ich wirklich ein wenig tief ein- und ausatmen musste, denn es ging hinauf. Und ich bin niemand, der gerne hinauf geht. Ich habe ein wenig Höhenangst, das gebe ich zu. Es ist schon besser geworden, aber Höhe und Netz und wackelig irgendwo in der Höhe sein ist nicht besonders mein absoluter Favorite. Nun ging es also über ein Netz hinaufgekrabbelt, das war so ein Kletternetz, und dann, das konnte man von vorne nicht ganz genau erkennen, ging es nochmal so eine kleine Ebene praktisch oben über dem Boden, über ein Netz, dann wieder zum Geländer und zum Netz zum Runterkrabbeln. Und das war sehr, 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 sehr spannend zu beobachten, denn jede von unserem Team, aber auch alle anderen Frauen hatte ihre ganz eigene Strategie, um darüber zu kommen. Meine Tochter, meine Jüngste, ist rübergekrabbelt wie ein kleiner Käfer. Popo in der Luft und mit den Händen hat sie sich nach vorne gezogen. Meine andere, meine mittlere, meine große Tochter hat sich auf den Rücken gedreht und ist praktisch mit Bauch nach oben, auch wie ein Käfer, aber eben in die andere Richtung, auch rüber geklettert. Ich habe irgendwie zwischendrin, glaube ich, mal gewechselt, mal das eine, mal das andere. Und ich habe Frauen gesehen, die haben sich hingesetzt und praktisch nach vorne gezogen. Und jede einzelne von diesen Frauen kam hinten völlig problemlos und lebendig und ohne Verletzungen an. Ja, das Herzchen hat gepocht bis nach oben. Und ja, ich war froh, als wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Und dennoch war es eine sehr, sehr, sehr gute Erfahrung, denn als ich da stand und gesehen habe, hey, wir sind da drüber gekommen, alle sind heil, alle sind gesund, dann entsteht etwas, nämlich ein Glücksgefühl. Hey, ich habe es überwunden. Und das ist eine dieser Strategien, die wir ganz häufig vergessen, wenn wir über Hindernisse drüber wollen. Guten Morgen, liebe Sabine, hallo. Schön, dass ich dich hier habe. Ich erzähle gerade, wie wir vielleicht, gerade wir Frauen, gerne einfach das so wegwischen. Wir haben ein Hindernis überwunden. Eins, das wirklich, wirklich groß war, dass das uns hier Angst gemacht hat, wo das Herz bis zum Hals geschlagen hat, wo wir Angstschweiß hatten und solche Sachen. Und dann kommen wir an, hinten, sind unverletzt, dass es nichts passiert. Wir haben es überstanden und dann gehen wir einfach weiter. Bitte? Das war harte Arbeit. Und da ist es, finde ich, an der Zeit für uns alle ein Stückchen erstmal stehen zu bleiben und zu sagen, oh, okay, ich bin tatsächlich drüber. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Wow. Wie fühlte sich das denn an, als ich drüber geklettert bin? Und wie fühle ich mich denn jetzt? Ist da irgendwas vielleicht leichter geworden? Hätte ich mir denn vorher träumen lassen, dass das so geht? Und was könnte ich vielleicht, wenn ich das nächste Mal so ein Hindernis überwinde, vielleicht anders machen, damit ich mich noch besser fühle beim Drüberklettern? Ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn ich das nächste Mal über so ein kleines Netz drüber klettere, dass ich nicht wirklich die Frau bin, die den Popo da so nach oben streckt, sondern ich glaube, ich bleibe einfach in der Haltung, Bauch nach oben, und dann drücke ich mich praktisch so weg, weil dann geht mein Blick nicht nach unten Richtung Boden. Das war ein bisschen unangenehm. Also das heißt, das nächste Mal habe ich eine andere Strategie, die ich ausprobieren kann. Dann kann ich dementsprechend eben dafür sorgen, dass es mir, auch während ich über dieses Hindernis klettere, einfach auch noch besser geht. Und dann kommt natürlich noch etwas, wenn ich jetzt dann Lust gehabt hätte, meine Mädchen wollten weiter, ist klar, hätte ich nochmal drüber klettern können. Ja, weil ich habe es einmal geschafft. Das heißt,
Ich kann es. Ich habe mir gezeigt, ich kann es tun. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man es geschafft hat. Dann sind wir weiter. Und es war ganz witzig zu sehen, jede einzelne Frau hatte oder jedes einzelne Team hatte das ganz eigene Tempo. Wir sind immer gestartet in Blöcken von, ich glaube, 200 Frauen. Vielleicht waren es auch gar nicht so viele, die dann erstmal natürlich auf dem Parcours waren. Und damit man nicht zu viel wird, haben wir dann einfach ein bisschen Zeit gehabt. Die kam, der nächste Pulk, der kam, ich glaube, erst 20 Minuten später. Das heißt, wir hatten schon ein bisschen Zeit, um einige Hindernisse zu überwinden. Und es war ganz interessant zu sehen, wie erstens Frauen mit diesem Parcours umgehen. Einige sind gewalkt, viele, viele sind gejoggt, manche sind weggepaced, und manche sind wirklich einfach nur gegangen. Und manchmal sind sie gewechselt zwischen gehen und laufen und joggen und wieder gehen und stehen bleiben. Und wir haben es genauso gemacht. In dem Moment, wo wir, also eine von uns im Team, Seitenstechen bekommen hat oder das Knie ein bisschen gezwickt hat. Bei mir war es zum Beispiel das Knie, es war uneben und beim Laufen habe ich gemerkt, mein Knie ist jetzt gerade nicht ganz so. Mein liebster Freund, dann sind wir einfach gegangen. Und wir haben ganz, ganz unser eigenes Tempo gesucht, haben uns gar nicht an den anderen orientiert, sondern wir sind einfach ganz eigen in unserem Tempo voran. Wir waren in einem See und in diesem See war es tatsächlich fürchterlich kalt. Also das ist eine Rutsche, da muss man praktisch mit Anlauf rauf. Wenn man nicht anlaufen möchte, dann macht man es eben nicht. Dann muss man sich so ein bisschen anstoßen, aber dann landet man in einem kleinen See. Also es war tatsächlich, glaube ich, mehr ein Teich, aber der war fürchterlich kalt. Und es war eben so, dass auch hier die Frauen ganz unterschiedliche Techniken hatten und auch unterschiedlich natürlich damit umgegangen sind. Einige sind gleich hier mit Krauzug und schwuppdiwupp durch. Und haben dementsprechend sehr, sehr schnell diesen Teich überwunden, waren auch damit sehr, sehr schnell aus diesem kalten Wasser wieder draußen. Aber es gab eben auch einige, die haben auf ihr Team gewartet oder waren nicht ganz so schnell im Schwimmen. Und jede fand ihr eigenes Tempo und fühlte sich damit gut. Hätten wir nämlich ein anderes Tempo gewählt, das nicht zu uns gepasst hätte, dann hätten wir möglicherweise Seitenstechen bekommen oder auch und möglicherweise sogar verletzt. Und das ist ganz wichtig auch zu betrachten, meine lieben Damen, meine Schönheiten. Es hat jede einzelne uns von uns Frauen das eigene Tempo. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich erwische mich selber immer dabei, ob es jetzt ums Business geht oder wenn es um andere Dinge geht. Zum Beispiel einfaches Ding, Garten. Also der Garten im Sommer soll schön sein und ich schaffe es aber nicht, rauszugehen, um dieses Unkraut zu zupfen. Und ich mache mir selber Druck und lasse mich von dieser gesamten Nachbarschaft von älteren Menschen schon in Rente, die viel Zeit haben für den Garten, lasse ich mich unter Druck setzen und hier mir Tempo geben, damit ich dieses Unkraut rauszupfe. Ich habe mein eigenes Tempo. Außerdem hat mein Mann beschlossen, dass wir jetzt ab jetzt beschließen, dass Unkraut auch schöne Blumen sind und deswegen lassen wir sie drin. Wobei, das ist nicht ganz so mein Ding. Also ich glaube, ich finde Unkraut immer noch nicht ganz schön. Also, wir haben besprochen, jeder hat seine eigene Strategie, um über ein Hindernis drüber zu kommen. Hindernisse sehen oft viel, viel gefährlicher aus, als sie sind. Und ich kann ganz, ganz unterschiedliche Strategien verwenden und Hilfe mir holen, wenn ich sie brauche. Ich mache es in meinem eigenen Tempo. Und danach, und das ist ganz, ganz wichtig, schaue ich zurück und fühle in mich hinein, wie geht's mir überhaupt? Wie habe ich das überhaupt geschafft? Was habe ich denn dazu genutzt? Welche Stärken habe ich denn dazu genutzt? War es möglicherweise wirklich, ich habe die Angst überwunden, oder habe ich mich gut festhalten können? Oder konnte ich einfach gut schwimmen? Oder habe ich einfach die Augen zugemacht und bin durch das Tauchbecken durch? Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Es gab tatsächlich ein Tauchbecken, wo man komplett untertauchen muss. Das Schöne ist, danach bist du nicht mehr schlammig, sondern nur noch nass. Aber es ist schon so, also da ist ein Brett und hier kommt gleich Wasser. Das heißt, man muss unter diesem Brett hindurch, um dann hinter dem Brett, das ist ja nur so dick, weiß ich nicht, 2 Zentimeter oder so, um dann wieder aufzutauchen. Jetzt habe ich folgende Strategie zuerst benutzt, Füße und dann den Kopf,
Ja, und was passiert, wenn man zuerst mit den Füßen durch will und nicht mit dem Kopf? Klar, kommt man auf der Stelle wieder raus, wo man vorher war. Also habe ich dann nochmal die Strategie gewechselt. Zuerst den Kopf, klar, wie man es halt beim Tauchen macht, untergetaucht und kam dann ganz ohne Probleme mit geschlossenen Augen, weil das war ja schmutziges Wasser, ganz ohne Probleme auf der anderen Seite an. Ja, und wenn ich tatsächlich erkenne und es die Möglichkeit gibt, einen anderen Weg zu wählen, indem ich eben um das Hindernis herumgehen kann. Manchmal habe ich die Chance, auch dieses Hindernis zu umgehen. Dann kann ich auch das machen. Aber am Ende durch das Ziel zu laufen und zurückzugucken und zu wissen, ich habe 15 Hindernisse überwunden oder auch nur eins, ist so sehr befriedigend, ist so toll. Da entsteht hier ein Samba, den man tanzen könnte. Und das hat was von ganz viel Selbstwert, den ich mir damit natürlich auch schenke. Denn ich habe jedes einzelne dieser mehr oder weniger mal schwierigeren Hindernisse überwunden. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, beim Ziel zurückzugucken, durchzuatmen, Luft zu holen, uns aufzutanken mit Wasser, mit Essen. Ja, das haben wir gemacht. Wir haben was zu trinken gekriegt, wir haben was zu essen bekommen. Das war auch echt nötig. Und dann brauchten wir Handtücher, wir waren nämlich richtig nass. Aber wir haben zurückgeguckt, sind stehen geblieben und haben nochmal reflektiert, wie wir jetzt durch diesen Parcours gegangen sind. Und das sind Lernerfahrungen. Liebe, liebe Frauen, verpasst die nicht. Ja, Hindernisse sind manchmal echt anstrengend. Da steht man davor und denkt sich, ach du lieber Himmel, muss ich da jetzt drüber? Ja, das gehört halt auch mit dazu. Es ist nicht nur schön, das Leben ist nicht nur ein Ponyhof, aber die Hindernisse, wenn wir sie überwunden haben, die haben wir fürs Leben. Wir haben eine neue Fertigkeit sogar möglicherweise entdeckt. Wir haben festgestellt, dass es tatsächlich gar nicht so schlimm ist, mit Schwung in einen Teich reinzuspringen und gleich wirklich im Wasser zu sein. Meine Strategie ist nämlich meistens erst die Zehenspitze, 10 Minuten später dann vielleicht die Wade, nochmal 10 Minuten später vielleicht den Po. Und wenn ich dann noch ganz viel Lust habe, dann gehe ich mit dem ganzen Oberkörper auch noch ins kalte Wasser. Und in dem Fall hatte ich gar keine Wahl, weil ich hatte so viel Schwung, dass ich sogar untergetaucht bin. Und ich bin nicht dabei gestorben. Ja, es war kalt und ich habe ziemlich laut geschrien, wow, das ist kalt, die Mädels haben sich totgelacht und überstanden habe ich es. Liebe, 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 liebe Schönheiten, es ist so schön, dass ihr hier seid. Und jetzt wünsche ich mir, dass ihr einfach mal euch überlegt, wann habe ich das letzte Mal ein Hindernis überwunden? Und das muss kein riesiges sein, das muss kein Berg sein, sondern ein Hindernis, wo du, wenn du jetzt im Nachhinein nachdenkst, realisierst, ja, das war echt krass. Das habe ich geschafft. Ich habe es gemacht und danach war es gut. Danach habe ich erlebt, was ich alles kann und habe vielleicht sogar entdeckt, hey, das kann ich auch. Das ist es, was wir viel mehr ausleben sollten. Uns nicht mehr zu vergleichen, nicht das Tempo von anderen mitzuhalten, sondern in unserem Tempo unsere eigenen Hindernisse zu überwinden und dann zurückzugucken und zu sagen, ja, und das habe ich geschafft. Meine lieben Schönheiten, gerade ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch an Stefanie und Sabine, die da sind, die heute zugeguckt haben. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche mir, dass ich euch damit eine Idee gebracht habe, wie ihr vielleicht mit Hindernissen gelassener umgehen könnt. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur ein ganz, ganz wunderschönes Wochenende und vergesst nicht den Friendful Friday. Macht's gut. Tschüss.